Herzlich willkommen in Kroatien, oder besser gesagt in der Hafenstadt Split. Beim Erkunden der Umgebung und der Bahnanlagen fiel uns dieses ungewöhnliche Fahrzeug auf. Es handelt sich um einen 1991 von Mitarbeitern der kroatischen Eisenbahn und der Brodsplit-Werften in Split gebauten Panzerzug für den Einsatz im Balkankrieg. Noch heute gut erkennbar ist der Schriftzug Kroatische Eisenbahn. Bestandteile dieses Panzerzuges sind die Diesellokomotive 2062-045, die 1973 von der Firma EMD gebaut wurde, sowie zwei vierachsige Güterwagen der Serie G mit einer Länge von 16,5 Metern und einem Eigengewicht von 22,5 Tonnen, welche jeweils 41,5 Tonnen zuladen können. Die Einrichtung der Wagen und der Lokomotive waren soweit noch vorhanden. Der komplette Zug gehört heute dem Kroatischen Eisenbahnmuseum und wurde 2006 an die Brodsplit-Werft für Ausstellungszwecke ausgeliehen. Doch noch heute ist der Zug in diesem Bahnhof abgestellt. Schon ein wenig gespenstisch wirkte der Führerstand an, gerade die Sichtmöglichkeiten nach vorn oder hinten. Unklar ist, ob der Zug jemals zum Einsatz gekommen ist. Leider konnte ich darüber auch nichts in Erfahrung bringen. Beeindruckend jedoch war, dass größere Vandalismusschäden an den Fahrzeugen nicht zu finden waren. Über die Jahre kamen ein paar Graffitis hinzu, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich bedanke mich für das Zusehen und freue mich, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen.